Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute machen wir einen Heuballen in die Heuraufe rein. Da haben wir jetzt leider keinen kleingepressten mehr auf 1,20 Meter, sondern Normalgröße. Ich glaube, die sind bei 1,40 Meter. Wir fahren also davor, da müssen wir ein bisschen was abwickeln und dann schmeißen wir den Ballen in die Heuraufe rein. Jawohl, anschließend im Video werden wir nochmal uns um die Einspritzpumpe kümmern. Da ist jetzt folgender Stand. Die Einspritzpumpe ist jetzt ja soweit auseinandergenommen, dass hier das Gehäuse bis zum Gehäuse, Reglergehäuse, ist abgebaut. Die Dichtung ist auch schon neu, die habe ich nur hier draufgelegt. Jetzt brauche ich diese Spannvorrichtung, die haben wir uns damals mal selber gebaut, um hier diese Federn zu entlasten und damit ich dann hinten das Gehäuse wieder drauf kriege. Hier diese Einstellschraube habe ich auch schon, eine neue Plastikabdeckung habe ich schon dran gebaut. Das heißt, jetzt in den nächsten Schritten geht das Ding auf jeden Fall hier an den finalen Zusammenbau. Was ich mir noch überlegen muss, wie ich das Ganze testen kann, dass die dicht ist. Ob ich eventuell einfach mal da was reinlaufen lasse oder so, wenn ich die Dichtungen alle so weit dran habe, weil ich will halt einfach gucken, die soll ja nur zur Überbrückung dran. Und ich möchte dann gerne eine nochmal komplett richtig überholen lassen. Da muss ich aber erst noch ein bisschen Geld zur Seite legen und ja, drängelt jetzt auch nicht so. Ist halt ein bisschen undicht, die jetzt dran ist. Es ist ein bisschen ärgerlich. Weiß halt nicht, die wurde wahrscheinlich damals bei der Überholung nicht richtig abgedichtet. Deswegen müssen wir da jetzt schon wieder dran. Die Elemente sind da neu, das weiß ich. Die sind also wirklich noch nicht alt. Die haben 150 Betriebsstunden, 200 Betriebsstunden vielleicht runter. Aber naja, schauen wir mal. Gut. So, ich denke, meine Frau hat soweit vorbereitet und hat die Pferde schon mal reingebracht. Das sieht gut aus. Da muss ich jetzt helfen. Hier oben den Zaun aufmachen. Die Pfosten kann man ja rausziehen. Und dann machen wir hier Gabel dran. Da den Ballen drauf. Und dann wollen wir mal probieren, wie das mit so einem großen Ballen funktioniert. Der jetzt reicht, als es ein kleiner hat immer so
sag mal, 5-6 Tage gereicht. Und dann haben wir den Rest der Woche, bin ich dann immer am Wochenende erst dazu gekommen, 9 reinzumachen. Den Rest der Woche füttert dann meine Frau mit Heunetzen und auch mit Heu in der Raufe, aber auch mit dem Heunetz drüber. Also wir kriegen ganz am Anfang kein Heunetz drüber, so ein Futtersparnetz. Weil das passt halt mit der Raufe alles irgendwie nicht richtig. Da bräuchte ich so eine schöne Viereckraufe, aber da hatte ich ja schon erzählt, da kommt unser Mini-Shetty da nicht mehr dran. Anders fressen. Und deswegen machen wir das Ganze so, dass wir hier uns ein bisschen helfen. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich sag mal so, ein bisschen Verlust hat man ja immer. Jetzt nimmt meine Frau die erste Lage weg, schmeißt das schon in der Raufe, liegt ja dann eh unten drin. Und sobald wir da ein Heunetz drüber kriegen, machen wir da ein Heunetz-Sparnetz drüber, damit wir das Ganze, damit die dann nicht sich, ja, die fressen halt schon immer gerne, ne? Ist ja auch sonst langweilig. Aber der sieht schon wirklich gut aus, der ist auch gut gepresst. Jetzt habe ich das taktische Zeichen von meiner Frau bekommen. Jetzt macht sie da noch ein bisschen was ab. Es geht halt immer darum, dass der an den Ständern von dem Dach gut vorbei rutscht, sonst kriegen wir das Dach nicht mehr hochgeklappt. Ja. Ich würde sagen, so versuchen wir das Ganze jetzt. Meine Frau geht schon in der Abstellung. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auf sie achte ich immer. Unten rein. Warte zuerst mal ab. Jetzt muss ich immer auf meine Frau achten, die weist mich immer schon ganz gut ein.
Jetzt müssen wir den Rest noch da reinfummeln.